Hallo und herzlich willkommen bei Metalworks TV. Wir sind heute in Thüringen bei Erik Löffel von der Firma Alulöffel. Was war dein Lieblingsprojekt und was bedeutet es dir? Mein Lieblingsprojekt? Also eigentlich, ich kann jetzt gerade kein Beispiel nennen, aber meine Lieblingsprojekte sind eigentlich die, wo andere Leute sagen, das geht nicht. Mhm. Weil das für mich immer so der krasseste Anreiz ist. Ich repariere zum Beispiel, vielleicht ist das ein gutes Beispiel, Aluminiumkoffer, so Reisekoffer von Rimowa. Die Kosten sind relativ preisintensiv und die haben halt so einen leichten, ich würde jetzt mal sagen, Produktionsfehler, beziehungsweise ist der Abstand von den Rollen zur unteren Kante vom Koffer relativ knapp. Mhm. Und wenn die dann über die Rolltreppe oder so gehen, nutzt sich das stark ab. Und das ist 0,607er Blech ungefähr. Und da habe ich ganz oft, dass die Kunden mich fragen, kannst du das reparieren? Oder es gibt auch ein YouTube-Video dazu, da sehen sie es ja. Dann schicken, fragen sie nach dem Preis, man bespricht es halt so ein bisschen und dann sagt, okay. Und nach einer Woche kriegt man einen Anruf, sie haben drei Metallfirmen gefragt und die sagen, das lässt sich nicht schweißen. Mhm. Und dann sagen die dann, ja, pass auf, ich habe doch aber jemanden bei YouTube gesehen, der macht. Und dann haben sie gesagt, es geht nicht, wir können den riesen Blech drüber nieten, aber schweißen geht nicht. Und das ist dann halt immer cool, weil sie dann sagen, okay, sie kommen dann doch zu mir, weil sie sehen, es funktioniert. Und das ist eigentlich so für mich das Spannendste mit so, wenn es halt was Krasses ist, was nicht jeder macht. Ja, das heißt, jeder, der irgendwie ein Problem hat, wo er denkt, ach, das lässt sich nicht schweißen, der sollte mal bei dir anrufen und fragen, ob es nicht doch geht. Also ich würde es auf jeden Fall versuchen, ja. Okay. Genau. Eins haben wir noch vergessen. Wenn ihr nochmal ein Video mit Erik sehen wollt und ihr den jetzt interessant und nett fandet, dann lasst dem Video doch einen Daumen hoch da, dann wissen wir Bescheid und fragen nochmal an, ob du nochmal mit uns was drehst. Ja, gerne. Und ansonsten abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Oder deinen Kanal. Auch gut.